Was war die größte Innovation innerhalb der letzten 10 Jahre? Wir haben eine sehr interessante Art gefunden, wie man in Zukunft überhaupt mit Plastikmüll in der Branche umgeht. Und ich würde behaupten, dass tatsächlich eine besondere Innovation es war, einen Topf aus einem Material herzustellen, den man mit eingraben kann und damit auf eine große Menge an Plastikmüll zu verzichten. Das hat mich persönlich schon sehr geprägt und macht mich stolz zu wissen, dass ich dazu beitragen kann, einen Topf, der auf Plastikmüll verzichten kann, in den Markt zu bringen, finde ich persönlich eine gute Innovation und ich finde es toll an jedem, der dabei mitmacht. Gut, schwer zu toppen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, alles, was die Branche so diskutiert in den letzten Jahren, läuft darauf hinaus, dass immer mehr Plastikvermeidung kommt. Und da sind wir sehr innovativ insgesamt. Also dann hast du den Topf, den ihr entwickelt habt. Auf der anderen Seite wird sehr viel Mehrwegverpackungen geschaffen. Es wird auch verrottbare Verpackungen geschaffen. Also ich finde, da sind wir sehr innovativ, um zu sagen, wir sind die grüne Branche und wir sind auch tatsächlich grün. Mit wem innerhalb der grünen Branche würden Sie gerne einen Tag tauschen und warum? Ja, ich habe nach meiner Ausbildung relativ schnell im Familienbetrieb gelernt. Das heißt, ich habe vielleicht zu sehr eine Brille auf, dass ich nicht zu weit links und rechts schauen kann. Und ich würde sehr gerne mal in so einem richtig tollen Export-Logistikunternehmen in Holland, die sich auf Pflanze konzentriert haben. Dort würde ich gerne mal hinter den Kulissen gucken, die stark auch Export machen Richtung England, Richtung teilweise mit Zwiebelpflanzen Richtung Asien. Ich würde gerne ein holländisches Exportunternehmen, da würde ich gerne mal hinter die Kulissen gucken. Das wäre mein Wunsch, wo ich aber leider im Moment nicht reinkomme. Einmal Chef von Landgartheim. Einfach mal gucken, was tatsächlich so alles abläuft und ob man überhaupt die Kraft hat, da auch wirklich etwas zu verändern in eine etwas andere Richtung. Ja. Schauen. Wenn ihr Gegenüber eine Pflanze wäre, wäre sie eher... Ja, was wärst du denn? Ein Klettergewächs, weil du hangelst dich immer hoch und hältst dich überall fest, findest neue Wege, aber doch der Weg ist nach oben. Das hast du gut gesagt. Vielen Dank, Norbert. Ja. Ich hätte dich von vornherein als eine sehr bodenständige, aber auch sehr blühfreudige Pflanze beschrieben. Spontan eine Hortensie, eine schöne Hortensie, wo ich weiß, die kommt immer wieder. Das kennt jeder, weil dich kennen viele. Jeder Mensch kennt irgendwie eine Hortensie. Und es gibt so tolle Züchtungen auch, die ihre Blüten das ganze Jahr über wechseln und vielseitig damit sind. Deswegen sehe ich dich als bodenständigen, vielseitigen Menschen. Und deswegen bist du für mich eine Hortensie. Gut, will ich meiner Frau erzählen. Ach so, ich bin dran, ja. Ja. Pflanzen sind nur so gut wie ihr Marketing. Richtig oder falsch? Absolut. Absolut. Also jeder spricht von Marketing. Ich selber investiere seit 2019 in Menschen, die wirklich nicht sagen, okay, ich habe gerade Druck, weil so viele Pflanzen blühen. Ach Mist, wer nimmt gerade die Pflanzen ab? Sondern du brauchst eine freie Birne, einen freien Kopf, dich mit dem Endkunden auseinanderzusetzen. Und dafür brauchst du wirklich Leute, die den Endkunden Fragen stellen, die auf den sozialen Netzwerken begleiten. Und soziale Netzwerke sind für mich die absolute Zukunft. Ich möchte wissen, was gefällt den jungen Leuten, was gefällt den traditionellen Leuten. Ich möchte einfach durch Marketing Menschen bewegen und erreichen. Deswegen ist es seit 3 Jahren, seit 2019 für mich das wichtigste Medium überhaupt. Wichtiger als eine Pflanze überhaupt in Schönheit, sondern Marketing rein zu investieren. Da muss ich natürlich total widersprechen. Also, weil ich finde, die Pflanze an sich ist das Produkt und das schöne Produkt. Dass wir darum Marketing brauchen, um das gut zu vermarkten, ist das eine. Aber Pflanzen sind besser oft als das Marketing, was dahinter stimmt. Ja. Und von daher gesehen, die Pflanze ist absolut der Mittelpunkt und viele sind viel besser als das beste Marketing, dass man da investieren muss. Okay, aber ich würde sagen, falsch. Danke. Wir müssen ja auch nicht immer einer Meinung sein. Nee, ne? Genau. Mit Pflanzen reden, hilft oder hilft nicht? Hilft absolut.
dem Menschen selber erstmal in erster Linie. Ob es den Pflanzen hilft, kann ich nicht genau sagen, aber ich glaube, meine Pflanzen fühlen sich bei mir wohl, weil ich will nicht sagen, ich streichel die, aber ich verwöhne die schon irgendwo. Und von daher gesehen hilft Reden mit Pflanzen absolut. Ja, bin ich genau deiner Meinung. Ich bin, ich behaupte oft, ich habe einen grünen Daumen, verzweifle aber doch gerade an meiner Snackgurke. Und meine Frau hat sich endlich mal nach Tomaten, endlich mal eine Gurke zu Hause gewünscht. Und irgendwie brauchen die mehr Liebe. Ich muss mehr mit denen reden. Also ich glaube, ich bin kein guter Gurkenzüchter, aber ich glaube, ich muss einfach mehr mit denen reden. Ich glaube, das, was du sagst, ist richtig, ja. 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 Nachhaltigkeit und internationaler Blumenhandel. Wie passt das zusammen? Das passt zusammen, wenn man aufeinander eingehen kann. Letztendlich stehen wir da am Anfang, um diese beiden Dinge, internationaler Blumenhandel und Nachhaltigkeit, wirklich auch konfliktfrei nach vorne zu bringen. Aber es passt schon zusammen. Man muss sich nur bemühen und das wollen. Ich sehe das genauso. Bin natürlich ein absoluter Fan auch von Regionalität und auch von produziert aus der Region. Wenn ich jetzt aber einfach mal an die Tulpenfelder in Holland denke, da sind einfach die besten Züchter. Die machen eine sehr schöne Tulpenknolle, und wenn die auf einmal in Japan, in China oder in Deutschland gefragt ist, dann ist das für mich ein Beispiel für einen internationalen Handel, der natürlich sorgfältig und nachhaltig zum entsprechenden verarbeitenden Betrieb hingebracht werden muss. Ich denke, wir müssen weg von dem Billigstprodukt, ein Bund Rosen, bei wem auch immer, für 1,99. Und die kommen aus Kenia und die sind dann auch womöglich noch Fairtrade. Passt das alles zusammen? Da muss ich sagen, da müssen wir noch viel Arbeit leisten und Aufklärung leisten. Ja, aber passt. War ich dran? Ja. Das habe ich am meisten vermisst. Am meisten vermisst habe ich tatsächlich meine schweren Beine. Die coolen Gespräche auch am Freitagnachmittag, weil das waren irgendwie die besten, so zum Ende der Messe, alle waren gleich kaputt. Und alle haben irgendwie gesagt, okay, jetzt haben wir geguckt, wir hatten einen schönen Stand und man hat dafür geackert und hat womöglich die besten Gespräche mit vielen Kunden geführt und tollen Lieferanten. Das habe ich so am meisten vermisst, diesen Freitag zum Abklingen. Ja, also bei mir war es nicht der Freitag, bei mir war es letztendlich jeder Tag, den man da vermisst hat, weil man doch an jedem Tag viel Gespräche führt mit Leuten, die man sonst nur am Telefon hat, die man endlich wieder treffen kann. Und man schafft es fast nicht von Halle 1, wo wir sitzen und ihr ja auch letztendlich, bis rüber in die Baumschulhalle zu kommen, weil irgendwo bleibt man hängen, man trifft wieder Leute, man unterhält sich mit denen. Aber jeder Termin ist schön und wichtig und alle sind in freudiger Erwartung, und das hat echt gefehlt.